Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was die Tarotkarten über die nächste Woche schon verraten, was wir da schon sehen dürfen. Hoppala, passt in die Kerze. Ja, und das passt ja. Das sind die der Page der Fackeln. Ast der Kelche, sehr schön. Und den Ritter der Stäbe. Wow, hier kommt richtig Leidenschaft in der Liebe auf dich zu. Das ist spannend. Ast der Kelche umzingelt von Stäben. Das wirkt heiß. Das wirkt hier richtig heiß, lieber Widder. Ja, Widder, du bist ja auch ein Feuerzeichen. Von daher, das kann hier richtig, richtig gut losgehen. Also ich habe hier tatsächlich eine Menge Reibung mit drin. Ich habe hier nicht nur einen Funken, sondern wirklich ein Strohfeuer, was gerade entfacht wurde. Mit dem Ast der Kelche haben wir immer so diese Chance auf Liebe, auf tiefe Gefühle, auf wirklich wahnsinnig starke Zuneigung. Wenn ihr Singles seid, liebe Leute, macht die Augen auf in dieser Woche. Das könnte richtig abgehen. Da könntet ihr euch wirklich Hals über Kopf in jemandem verlieben. Und mit dem Pagen der Stäbe und dem Ritter der Stäbe, hier ist nur der Impuls, hier ist der Funke und hier ist richtig, da brennt es schon lichterloh. Und das meine ich im übertragenen Sinne mit Leidenschaft, mit Reibung, mit wirklich Dingen, die ihr aus vollem Herzen wollt, wo ihr euch wirklich auch mitreißen lasst und wirklich diese Schwingung, diese Stimmung wirklich aus vollen Zügen genießen könnt und euch voll mit reinschmeißen könnt. Von daher, das wirkt hier sehr, sehr, sehr spannend. Bitte. Hier ein bisschen Geduld mit rein. Das ist häufig so eine Karte, da wird es zu ungeduldig. Man will mit dem Kopf durch die Wand. Man will den Partner, den man kennengelernt hat, sofort heiraten und den Rest seines Lebens mit ihm verbringen. Da bitte bei den Kurzschlussreaktionen ein bisschen aufpassen, wenn ihr da zu neigt, ja? Aber von daher, es sieht hier sehr, sehr schön aus. Sehr leidenschaftlich, sehr viel Liebe und wie gesagt, auch körperliche Anziehung und das nicht zu knapp. So, lieber Widder, wir gucken jetzt nochmal auf dein Geschenk vom Universum. Wenn ihr natürlich in einer Beziehung seid, auch da könnt ihr euch auf knisternde Stunden und heiße, heiße Momente freuen, ja? So, jetzt schauen wir nochmal auf dein Geschenk vom Universum. Dein Geschenk sind gleich zwei Karten. Du bist hier Königin der, wow, Kelche, Kelche, Kelche. Du bekommst wirklich so einen Gefühlsbooster, habe ich das Gefühl, lieber Widder. Also wenn du jemand bist, der nicht so gut im Kontakt mit den Gefühlen ist, hier in dieser Woche wird sich das ändern. Du zeigst dich hier wahnsinnig sensibel, nicht schlimm gemeint, sondern eher im positiven Sinne. Lässt Leute hinter deine Fassade sehen. Du zeigst dich auch verletzbar. Und das macht dich irgendwie wahnsinnig attraktiv. Vielleicht bringt das auch nochmal so eine tiefere Bindung irgendwie mit rein. So ein Schwung. Und gleichzeitig sehe ich hier ganz viele kleine, liebevolle Gesten von dir, die wirklich geschätzt werden und die wirklich auch jemanden den Kopf verdrehen. Weiß ich nicht, der Arbeitskollege, dem du vielleicht immer von der Kaffeemaschine mal einen Kaffee mitbringst, sowas Kleines. Das muss nie was Großes sein. Ihr müsst nicht immer irgendjemandes Leben retten oder große Geschenke machen, sondern das sind hier wirklich die kleinen Gesten, die plötzlich geschätzt werden und die euch wahnsinnig attraktiv als Partner machen. Wo man einfach sagt, okay, dieser Mensch macht das hier schon seit über 10 Jahren, dass ich jedes Mal einen Kaffee mitgebracht kriege. Es scheint eine wertvolle Seele zu sein. Also das ist tatsächlich auch irgendwie so das Thema hier bei dem Geschenk, eine wertvolle Seele, die jetzt gezeigt wird. So, jetzt gucken wir nochmal auf den Rat vom Universum. Das ging schnell. Versuche es in feste Bahnen zu ziehen. Ja, das ist interessant. Der Herrscher ist immer sowas sehr Routiniertes, sehr Unflexibles, aber häufig zeigt er auch an, dass eine Beziehung jetzt dass es jetzt ein Fundament gegossen werden soll. Also, dass da wirklich was einzementiert werden soll. Wenn du jemanden kennengelernt hast, den du hier so sehr von dir begeistern kannst, versuche es nachhaltig hinzukriegen, dass dieser Mensch auch wirklich bei dir bleibt. Weil ich habe ja schon mal gerade gesagt, ich habe hier dieses Strohfeuer, was wirklich lichterloh brennt. Guck, dass du das nicht, dass es kein Strohfeuer bleibt, sondern vielleicht eine langfristige Beziehung. Auch bei den Leuten mit einer langen Partnerschaft würde ich tatsächlich sagen, guck, dass du da nachhaltig baust, dass das nicht nur so eine heiße Phase ist, sondern dass ihr vielleicht diesen Schwung und dieses Feuer und diese Attraktivität, diese Leidenschaft, dass ihr die noch mal ein bisschen mitnehmen könnt. Dass es nicht, wie gesagt, so gleich abbrennt. Und wieder verfliegt, sondern dass ihr da wirklich euch vielleicht auch das Feuer zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie euch bewahren könnt. Oder wenigstens das Nachglimmen euch irgendwie wärmen wird. Ne? Okay, meine Lieben, das war eine schöne Legung. Ich, ja,
Da kann mich jetzt an dieser Stelle nur noch bedanken. Teilt das Video gerne, wenn das jemand sehen sollte. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Mal.